Du möchtest dir deine erste eigene Leica M zulegen, aber bist total verunsichert, welche denn genau die richtige für dich ist. In diesem Video vergleiche ich die Leica M9, die Leica M240 und die Leica M10 miteinander. Dieses Video entstand unter der Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, dein Partner für hochwertige Kameras und Zubehör. So viele Fotografen träumen von dem Leica M-System. Ich gehöre auch dazu. Und ich habe mir lange Zeit am Leica-Schaufenster die Nase platt gedrückt. Und natürlich hätte ich mir am liebsten die neueste Leica gekauft. Aber sind wir mal ehrlich, die Leica M10P kostet aktuell 7.500 Euro neu. Alter Schwede, das ist krass. Das will sich nicht jeder leisten, das kann sich nicht jeder leisten. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, deutlich günstiger in die Leica M-Fotografie einzusteigen. Vor mir seht ihr die Leica M9, die Leica M240 und die Leica M10. In der Mitte die Leica M240, das ist meine. Die habe ich mir vor ungefähr 2 Jahren gekauft. Und ich stand genau so vor dieser Entscheidung. Ich habe überlegt, soll ich mir nicht lieber die M9 kaufen, die etwas günstiger ist? Oder soll ich total ausrasten und die M10 nehmen? Und die Entscheidung ist ja auch wirklich nicht leicht, weil man nicht an jeder Ecke eine Leica ausprobieren kann. Wenn du genau vor dieser Entscheidung stehst, dann möchte ich dir mit diesem Video helfen. Ich vergleiche diese 3 Kameras miteinander und zeige dir die wichtigsten Unterschiede. Ich behaupte, wenn man sich für eine Leica M entscheidet, entscheidet man sich für diese Kamera wegen dem besonderen Leica-Gefühl. So nenne ich es jetzt einfach mal. Weil, ehrlich gesagt, es ist auch etwas ganz Besonderes, mit einer digitalen Kamera zu fotografieren, die ein Messsucher hat. Fotografiegefühl ist einfach ein ganz anderes. Und ich glaube, dass viele Fotografen eine Leica als Luxusprodukt nutzen, das man halt sehr gerne vorzeigt. Woran erkennt man, dass ein Fotograf eine Leica besitzt? Er sagt es dir. Weil ganz ehrlich, schaut euch die ganzen Instagram-Profile an. Man liest nicht so oft, ich bin überzeugter Canon 5D-Fotograf. Oder man sieht halt auch nicht so oft Spiegel-Selfies mit so einem Geschoss hier. Sieht halt scheiße aus. Aber wenn ein Fotograf eine Leica besitzt, dann steht's überall. Leica, Hashtag, ich nutze die neueste Leica, Leica M10. Ihr seht 100.000 Spiegel-Selfies mit der Leica und so weiter. Und ehrlich gesagt, man kann es ja auch ein bisschen verstehen. Eine Leica M ist einfach ein unglaublich geiles Produkt. Wenn euch dieses Prestige wichtig ist, wenn es euch wichtig ist, ein Stück deutsche Kamerageschichte in der Hand zu haben, wenn ihr dieses Leica-Gefühl wollt, dann ist es egal, welche der Kameras ihr nehmt. Das bietet euch die M9 genauso wie die M10. Kameras sehen auf den ersten Blick gleich aus. Ein Laie erkennt sowieso keinen Unterschied, ob das jetzt eine M9 oder eine M10 ist. Die Kameras sind unglaublich hochwertig und einfach wunderschön. Also wenn dieser Punkt euch wichtig ist, da ist es egal, welche ihr nehmt. Ich erzähle euch etwas zu der Größe und dem Gewicht der Kameras. Die M9 und die M240 sind unglaublich nah beieinander. Die Form ist ähnlich und die Größe auch. Vielleicht steht auf der Leica Homepage, dass da irgendwo ein Millimeter zwischen liegt. Nahezu identisch. Was sofort auffällt, die M10 ist eine ganze Ecke schmaler. Das sieht man mit bloßem Auge. Die Form ist etwas anders und die Kamera fühlt sich tatsächlich leichter an. Wenn du noch nie eine Leica M in der Hand hattest, lass dich nicht von der kleinen Größe täuschen. Die Kameras sind echte Backsteine. Zum Beispiel die Leica M240 mit dem Summilux 35mm 1.4. Da sind wir bei über 1 Kilo. Klar, es gibt schwerere Kameras, aber das ist schon nicht ohne. Achso, wir können mal vergleichen. Ohne Objektiv knapp 700 Gramm. Ohne Objektiv 610 Gramm und krass, 660 Gramm. Die M10 ist deutlich schmaler, aber schwerer. Naja, fühlt sich nicht so an. Aber ganz ehrlich, geschenkt. Also deswegen jetzt, weil die Kamera ein bisschen schmaler ist, ein bisschen schlanker ist, dass man sich deswegen für die Leica M10 entscheiden würde, glaube ich eher nicht. Den nächsten Punkt können wir auch ziemlich schnell abhaken. Es geht um den Sucher bzw. um den Live View. Alle Kameras haben einen Messsucher und ich sehe mit bloßem Auge absolut keinen Unterschied. Wo es allerdings einen Unterschied gibt, Leica M10 und Leica M240 haben einen Live View, Leica M9 nicht. Meiner Meinung nach, wenn man sich für viel Geld eine Messsucherkamera kauft,
dann benutzt man auch den Messsucher und nicht den Live-View. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Es gibt Fotografen, die mit dem Messsucher nicht klarkommen, zum Beispiel, weil die Augen zu schlecht sind. Die sind sehr dankbar, dass die Kamera einen Live-View hat, mit Focus-Peaking sogar, schon bei der M240. Focus-Peaking bedeutet, dass euch mit roten Linien angezeigt wird, was scharf gestellt ist. Und ja, da sind einige Fotografen sehr dankbar drüber. Aber meiner Meinung nach ist dann eine Leica M vielleicht nicht die richtige Kamera. Vielleicht sollte man sich dann mal eine Leica Q anschauen oder eine Leica SL. Der nächste Punkt ist ganz, ganz wichtig, die Bedienung und das Menü. Das Menü der drei Kameras ist sehr ähnlich und sehr simpel und alle Menüpunkte sind untereinander gelistet. Und da sind auch nicht allzu viele, wir haben ja 4 oder 5 Seiten, je nach Kamera. Da kann man sich nicht verirren, das ist ziemlich einfach und ziemlich simpel. Bei der M10 kommt noch dazu, dass ihr ein Favoritenmenü habt. Wenn ihr auf Menü klickt, dann seht ihr erstmal die Favoriten und erst unten ist das Hauptmenü. Sehr simpel, sehr einfach. Die Bedienung der M9 nervt und ist irgendwie umständlich. Ich zeige euch ein Beispiel. Ihr klickt auf Menü. So, jetzt wollen wir zum Beispiel Auto ISO verstellen. Wir gehen jetzt runter auf Auto ISO. Und wollen OK drücken, geht aber nicht, weil der Knopf in der Mitte ist kein Knopf. Auch rechts oder links hilft uns nicht weiter, wir müssen mit Z arbeiten. Das ist sehr ungewöhnlich und sehr komisch. So, da können wir dann bestätigen. Anderes Beispiel, wir wollen ISO verstellen. Wir klicken auf ISO, die ISO-Punkte werden uns angezeigt und wir können aber nicht verstellen. Wir können nur verstellen, wenn wir ISO gedrückt halten. Also, es ist halt alles ein bisschen umständlich, aber man muss auch sagen, die Markteinführung der Kamera war 2009. Also es ist einfach auch schon ein älteres Schätzchen. Ansonsten die Bedienung der Kameras, alles ziemlich identisch. Die Blende verstellt ihr am Objektiv manuell, genauso wie den Fokus. Die Belichtungszeit wählen wir hier oben am Wahlrad. Das hört sich auch genau gleich an und das sieht auch genau gleich aus bei den drei Kameras. Das wirkt so ein bisschen so, als hätte Leica vor 30 Jahren ein paar Millionen Stück davon bestellt und man hat halt noch ein paar übrig. Das ist aber sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schön. Die M10 unterscheidet sich durch das ISO-Wahlrad. Ihr könnt direkt hier manuell ISO einstellen. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob das ein Vorteil ist, weil das Rad ist so ein bisschen fummelig. Also es geht schwer raus. Ja, keine Ahnung. Von mir aus ist das ein Vorteil, aber ihr seht hier zum Beispiel bei der M240, wir klicken auf ISO, zack, 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 können es auch sehr schnell verstellen. Also ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Was aber definitiv ein Nachteil ist bei der M10, wir haben hier am Schalter, wenn wir die Kamera einschalten, da können wir auf Dauerfeuer stellen, auf Serienbilder. Boah, schnelle Kamera. Oder auf den Selbstauslöser. Da können wir sofort das, was wir brauchen, können wir einstellen. Mega schnell. Das hat die M10 komischerweise nicht mehr. Die M9 hatte das. Die M240 hat das. Die M10 hat es nicht. Wir können nur anschalten oder ausschalten. Und wenn wir jetzt Serienbilder machen wollen, müssen wir erst ins Menü. Müssen auf Bildfolge. Und da können wir es dann einstellen. Nicht so cool. Das finde ich ist ein Nachteil. Aber auch nicht so relevant, ehrlich gesagt. Neuer Tag, neues Glück. Ich hatte gestern keine Lust mehr weiterzumachen. Es war schon ziemlich spät. Darum, jetzt geht's weiter. Ihr seht, bis jetzt sind alle Kameras ziemlich nah beieinander. Das wird sich aber ändern. Ich habe noch ein paar Testpunkte und die haben es in sich. Der nächste Punkt ist der Akku. Wie unterscheiden die Akkus sich der drei Kameras? Und ehrlich gesagt, auf diesen Punkt bin ich null vorbereitet. Ich kann euch die Antwortstand jetzt nicht sagen. Wir werden uns das jetzt gemeinsam erarbeiten. Ich habe nämlich gedacht, ich mache Folgendes. Ich nehme mir jetzt 30 Minuten Zeit und in diesen 30 Minuten mache ich mit jeder Kamera, sagen wir mal, 200 Fotos. Und wenn ich keine Fotos mache, werde ich permanent im Menü sein. So lange, bis die 30 Minuten um sind. Und dann gucken wir einfach mal, was die Akkus sagen. Stand jetzt, alle sind rappelvoll. Mehr geht nicht. Ja, ich weiß, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Es kann natürlich sein, dass die ersten 10% schneller wechseln als die letzten 10% und dass das bei jeder Kamera anders ist. Ich weiß, aber es gibt zumindest einen Eindruck, ob die Akkus ungefähr gleich sind oder völlig unterschiedlich. Fangen wir mal an. So, das reicht absolut. Ich habe es jetzt nur 20 Minuten gemacht. Ich habe keine Lust mehr. ich habe mit jeder Kamera 200 Fotos gemacht und den Rest der Zeit war ich einfach im Menü oder habe mir die wunderschönen Bilder angeguckt, die ich gemacht habe. Und wir fangen mal an mit der M10. Wir haben noch 95% Akku. Die M240 hat auch 95% Akku. Und die M9 hat noch, ja, hier sieht man es nicht genau, ich würde sagen
80-82% Akku. Also ungefähr 10% weniger als die anderen beiden. Aber man muss auch sagen, die Kamera ist ja viel älter. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Akku noch so 100% in Ordnung ist. Schaut euch mal alleine den Größenvergleich an, ne? Dass da irgendwo ein Unterschied ist, ist ja klar eigentlich. So, aber bei den Akkus würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Zum Beispiel mit der M10 bin ich den ganzen Tag auf Madeira rumgerannt, habe Fotos gemacht, bin abends erst wieder nach Hause gekommen und hatte noch 50% Akku übrig oder so. Und bei der M240 ist es genauso. Und ja, die M9 ist dann halt ein bisschen schlechter. Es ist jetzt nicht so wie bei älteren Sonys, wo man drei Fotos macht und dann ist der halbe Akku weg, ne? Also so ist es auf keinen Fall. Ihr kommt super klar mit den Akkus, nur die beiden sind etwas besser. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema, der Puffer. Wie groß ist der Puffer der einzelnen Kameras, beziehungsweise wie viele Fotos kann ich in kurzer Zeit schießen? Und ich habe mir überlegt, wir machen einfach ein Leica-Wettrennen. Wir schießen mit jeder Kamera so schnell es geht 20 Fotos. Wir messen die Zeit, nicht nur bis diese 20 Fotos geschossen sind, sondern bis sie auch abgespeichert sind auf der Speicherkarte. Und damit es gerecht ist, nehmen wir für alle Kameras dieselbe Speicherkarte. Das ist eine SanDisk Extrem Pro mit 32 GB und 95 MB die Sekunde. Ja, ich weiß, es gibt schnellere, aber mit denen kommt die M9 nicht klar. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Wir fangen an mit der M10. So, Menü, Serie, schnell. Wir nehmen meine 4000stel, das ist das Schnellste, was die Kamera kann. Und ich versuche mitzuzählen. Vielleicht schaffe ich es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja. Abspeichern, 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 abspeichern. Komm schon. Stopp. Ungefähr 17 Sekunden. Vielleicht waren es auch 21 Bilder oder 19 Bilder. Ich kann es nicht so genau zählen. Ist aber auch nicht schlimm. Jedenfalls 17,5 Sekunden, ich schreibe es mal auf, braucht die M10. Weiter geht's mit der M240. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, abspeichern. Und fertig. 30,76 Sekunden. Da sehen wir schon einen sehr deutlichen Unterschied. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin sehr gespannt, was macht die M9? Ich fürchte, bei der M9 könnte es ein bisschen länger dauern. Los geht's. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 13, 17. Gleich haben wir es. 18, 19, 20. Okay, es wird abgespeichert. Komm schon. Stopp. Die M9 braucht 1 Minute und fast 20 Sekunden. Das heißt, 1 Minute länger als die M10, um 20 Bilder zu machen und 20 Bilder abzuspeichern. Ich schreibe es mir lieber auf. Vielleicht können wir die Ergebnisse einfach mal irgendwo einblenden. Hier oder von mir aus auch hier. Die M10 braucht 17,49 Sekunden. Das ist relativ zackig, würde ich sagen. Die M240 braucht 30 Sekunden, 30,76 um genau zu sein. Und die M9 braucht 1 Minute und 19 Sekunden, 0,81. Ich habe die M9 abgeholt und Foto Görlitz sagte zu mir, den Bildschirm kannst du eigentlich zukleben, der bringt dir nicht viel. Und ich habe mir gedacht, naja, wird ja nicht so schlimm sein. Doch, der Bildschirm von der M9 reicht, um im Menü etwas zu verstellen. Der Bildschirm reicht aber nicht, um Bilder zu beurteilen. Ihr könnt nicht sehen, ist das Bild scharf oder ist es nicht scharf. Ich zeige euch ein Beispiel. Ich habe meine Frau fotografiert bei uns im Garten und so seht ihr ungefähr das Bild auf dem Bildschirm der M9. Ja, die Farben sind da, ihr seht, oh, ich habe ein Foto gemacht, ja, aber ihr könnt nicht sehen, wo ist der Fokus.
Ist das Auge scharf? Ist der Hintergrund scharf? Ihr könnt es einfach nicht beurteilen. Und jetzt zeige ich euch das Bild, wie es in echt aussieht. Ein mega schönes Bild. Super tolle Farben. Ein super scharfes Auge, den Fokus gut getroffen. Ein tolles Bild. Also die M9 liefert ab. Die hat eine mega tolle Bildqualität, aber ihr könnt es nun mal nicht am Bildschirm beurteilen. Die M240 ist da schon eine Ecke besser, wobei der Bildschirm auch nicht der Hit ist. Aber ich sag mal so, ihr könnt auf jeden Fall beurteilen, ob die Schärfe getroffen ist oder nicht. Was aber tatsächlich mir schon oft passiert ist, ich war beim Shooting und habe gedacht, oh, heute läuft es irgendwie nicht. Ich habe mir die Bilder zwischendurch angeguckt und hatte immer dieses blöde Gefühl, so hey, normalerweise bin ich doch besser, was ist los? Später, wenn man sich die Bilder angeguckt hat am Computer, dann hat man gedacht, wow, geil, sind ja doch viel besser. Ne? Also die Bilder sind in der Realität wesentlich besser als hier auf der Kamera, ne? Auf dem Kameradisplay. Das ist bei der Kamera auch so. Der M10-Bildschirm ist super, 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 hochmodern, mega scharf. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Als ich die Kamera das erste Mal in der Hand hatte, habe ich jetzt nicht gedacht, oh, die sieht anders aus oder die ist schmaler oder so, sondern ich habe sie angeschaltet, bin ins Menü gegangen und habe sofort gesehen, die Schrift ist viel schärfer. Der Bildschirm ist top, aber muss er auch zu dem Preis. Ne? Bei der M9 muss ich ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, dass der Bildschirm so schlecht ist. Weil die M10 sieht aus wie ein Oldtimer und ist technisch hochmodern. Und der M9 sieht halt aus wie ein Oldtimer und ist auch technisch ein Oldtimer. Die Kamera hat einfach ihren Charme. Es macht Spaß damit zu fotografieren. Und ja, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, immer zu sehen, wie sehen die Bilder aus. Ich meine, nicht umsonst gibt es auch die Leica D, die überhaupt keinen Bildschirm hat. Spart euch das Geld und kauft eine M9, wenn ihr die D kaufen wollt. Naja, so ist das mit dem Bildschirm. Der nächste Punkt, Sensor, Bildqualität, Bildlook. Erstmal zur Bildqualität. Ihr habt das Bild von der M9 gesehen. Wunderschön, super scharf. Die Bildqualität kann absolut mithalten mit modernen Kameras, zumindest bei Tageslicht. Und das kann natürlich auch die M240 und das kann natürlich auch die M10. Es gibt Menschen, die behaupten, dass die Leica M9 die letzte Leica-Kamera ist mit dem eigentlichen Leica-Look. Wie kommen die Menschen darauf? Leica hat bei der M9 einen Sensor eingesetzt von Kodak. Und diesem Sensor wird ein bestimmter Bildstil nachgesagt. Der Sensor wurde später geändert bei den Nachfolgemodellen. Dann gab es unzufriedene Menschen. Meiner Meinung nach ist das alles Quatsch. Schaut euch mal diese drei Fotos an. Ich habe mit den drei Kameras drei verschiedene Fotos gemacht. Die Einstellungen waren immer komplett identisch. Das Objektiv war identisch, der Weißabgleich war identisch. Alles gleich, nur die Kameras waren unterschiedlich. Und jetzt seht ihr, das Grün wird immer etwas anders dargestellt, das Blau wird immer etwas anders dargestellt. Der Karton sieht auch immer etwas anders aus. Was ist denn jetzt bitte der Leica-Look? Wer möchte das entscheiden? Also ich nicht, ehrlich gesagt. Meiner Meinung nach sehen die Farben von der M10 sogar eine ganze Ecke schöner aus. Das ist natürlich Geschmackssache, aber das wäre mein Favorit. Ich würde alle Bilder bearbeiten wollen, außer das Bild von der M10. Das würde ich nicht bearbeiten wollen, weil die Farben dort einfach sehr natürlich sind und wunderschön. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Ist eine Leica M eine reine Fotokamera? Nein, die M9 konnte ausschließlich fotografieren. Die M240 konnte auch filmen. Die M10 kann wieder nicht filmen, ausschließlich fotografieren. Ich blende gerade ein paar Szenen ein, die ich mit der M240 gefilmt habe. Ihr seht, ja, das ist nicht so ganz großes Kino. Zeitlupeneffekte wären aber nicht möglich. Aber immerhin können wir Full HD machen mit 25 Bilder die Sekunde. Und ich finde, mit der M240 zu filmen hat seinen ganz besonderen Charme. Dieses Gewackel und Geflacker und ich finde die Farben ganz toll und die Kamera regelt ständig die Belichtung nach und dadurch entsteht dieses Flackern. Also das sieht so ein bisschen aus wie so ein Video aus den 80er, 90ern. Hat seinen Charme. Wer es haben möchte, das ist nur mit der M240 möglich. Wir sind schon fast am Ende. Ich will mit euch aber noch über einen sehr wichtigen Punkt sprechen. ISO. Was können die Kameras bei Lowlight? Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, die M9 kann nicht mehr als 2500 ISO. Mehr geht nicht. Also habe ich die Kameras alle auf 2500 ISO eingestellt, damit es gerecht ist und habe ein Vergleichsfoto gemacht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Als erstes betrachten wir einmal das Foto von der M10. Und hier sehen wir schon, das Bild hätte man auch mit ISO 100 machen können. Also so sieht es zumindest aus. Auch wenn ich ranzoome, das Bild ist total scharf, man sieht nur ganz wenig Rauschen, die Schärfe ist okay. Ganz, ganz toll. Also 2500 ISO für die M10, gar kein Problem. Das nächste Bild, das wir uns anschauen, hat die M240 gemacht. Hier sehen wir schon auf den ersten Blick,
Ja, die Farben sind nicht mehr so toll und man sieht auch ein bisschen Rauschen. Wenn ich jetzt ranzoome, sieht man doch deutliches Farbrauschen. Trotzdem muss ich sagen, ich bin überrascht. Ich hatte immer meine Kamera so eingestellt, dass sie maximal bis 1200 ISO geht, weil ich dachte, mehr geht einfach nicht. Aber 2500 ISO, für mich wäre das jetzt noch echt okay. Wir haben noch viele Details, wir haben Schärfe, aber es ist schon deutlich schlechter wie bei der M10. So, jetzt kommt die M9 und wir sehen, ja, obwohl die Farben sind gar nicht mal so schlecht, aber man sieht doch krass, dass die Details weggehen, dass die Schärfe weggeht und wir sehen ein sehr starkes Rauschen, ganz, ganz starkes Farbrauschen. Die Schärfe ist nicht mehr so da. Ja, also da muss man schon sagen, die M9 bei 2500 ISO würde ich nicht verwenden. Ich würde sogar sagen, viel mehr als 1000 ISO würde ich nicht empfehlen bei der M9. Bei der M240 sehen wir, ne, 2000 ISO, 2500 ISO ist gar nicht so schlimm. Bin ich echt überrascht. Aber trotzdem unterm Strich der klare Sieger, die M10. Ich meine, guckt euch das Bild an. Die Farben, die Schärfe, das Bildrauschen. Einfach ein wunderschönes Bild. Klarer Sieger, M10. So, das Fazit. Mal ehrlich, es war doch klar, dass die M10 gewinnt, oder? Aber die Frage ist doch, was ist es dir wert? Die M10 kostet gebraucht locker mal 5000 Euro. Eine M240 ist schon mal 2000 Euro günstiger. Und eine M9 ist natürlich noch günstiger. Das muss jeder für sich abwägen. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen müsste, dann würde ich sagen, wenn du ein Fotograf bist, der noch eine andere Hauptkamera hat, du hast noch eine Sony, eine Fuji, eine was auch immer, eine moderne Kamera, mit der du eigentlich ganz zufrieden bist. Und du willst eine Leica haben, weil du halt einfach eine Leica haben willst. Dann reicht dir wahrscheinlich eine M9 oder eine M240. Du bekommst eine Leica durch und durch, die alles hat, was eine Leica hat. Und du sparst dir noch eine ganze Menge Geld zur M10. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Kameras, die ganzen Feinheiten habe ich euch genannt in diesem Video, aber der krasseste Unterschied ist einfach das Tempo. Die M9 ist eine sehr langsame Kamera. Und vielleicht bist du ein Fotograf, der wie die Katze vorm Mauseloch sitzt und auf den perfekten Moment wartet und dann einmal abdrückt und dann hast du das perfekte Foto. Wahrscheinlich wirst du mit der M9 glücklich. Ich gehöre leider nicht zu diesem Fotografen. Ich möchte gerne Momente aus der Bewegung fotografieren. Ich möchte Models fotografieren, die sich bewegen. Ich möchte Pärchen fotografieren, die sich bewegen, die auf mich zulaufen. Und da wirst du nicht glücklich mit der M9, du wirst ausrasten. Man kommt klar mit dem Bildschirm, man kommt klar mit dem Akku, mit dem ISO, man kommt klar, aber das Tempo ist krass. Also dann nimm lieber die M240. Wenn du ein Fotograf bist, der eventuell komplett auf eine Leica M umsteigen möchte, du verdienst dein Geld mit Shootings und du möchtest eventuell ganz auf eine Leica M umsteigen, dann führt kein Weg an der M10 vorbei. Die M10, ich finde immer, die wird so ein bisschen unterschätzt, weil die so klein ist und so unauffällig ist. Aber die ist von den technischen Daten absolut up to date. Ihr habt ein super krasses ISO-Verhalten. Ihr könnt mit 6000 ISO, mit 12000 ISO könnt ihr Fotos machen, die brauchbar sind. Die Kamera ist schnell genug. Die Kamera kann mehr oder weniger alles Wichtige, was auch eine moderne Kamera kann. Weil es ist eine moderne Kamera. Sieht halt nur aus wie ein Oldtimer. Und da ist sie den anderen beiden krass voraus. Weil bei den anderen beiden wirst du immer noch zur Sicherheit deine andere Kamera in der Tasche haben. Weil du kommst, auch mit der M240 kommst du in Situationen, wo die einfach nicht ausreicht. Weil du nicht mehr als 2000 ISO machen kannst zum Beispiel. Oder ja, die Kamera ist viel schneller als die M9, aber sie ist trotzdem langsam im Vergleich zu der M10. Wenn du dein Geld damit verdienst und eventuell ganz auf eine Leica umsteigen möchtest, führt kein Weg an der M10 vorbei. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Monstervergleich ein bisschen helfen und ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das war sehr anstrengend auch für mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Erzählt mal, welche Kamera ihr euch gekauft habt oder welche ihr euch kaufen möchtet. Und abonniert diesen Kanal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss. Licht aus, Licht aus. Ich bin fertig, ich bin fertig. Stefan, viel Spaß. Wird 1000 Stunden dauern.